So, Mikrofon synchronisiert und dann kann es auch gleich losgehen. Übrigens, was ihr gerade so ein Intro gesehen habt, das ist ein Fanpost-Intro. Das letzte Mal bei der anderen Fanpost, da hatte ich ein anderes Intro. Das ist nämlich wie Briefe aufmachen. Jeder kann mir dann so ein Intro schicken, ich wähle dann das Beste aus und dann benutze ich das halt mal. Nur so für ein Fanpost-Video. Es ist nur so, falls jemand keinen Brief schicken will, sondern eben sowas, darüber freut man sich auch. Das ist eben so ein Community-Format. Allerdings muss ich dazu auch sagen, jetzt so die ganzen Infos vorne weg, solange die Leute noch halbwegs zugucken, solange sie noch nicht wegschalten können, weil gerade, wow, er sitzt nicht in seiner komischen Holzhütte. Das ist ja eine Besonderheit, da muss ich zugucken. Bevor jetzt alle wegschaltet, ich habe mich dazu entschieden, nicht alle Briefe, die mir geschickt werden, auch wirklich vorzustellen in Videos. Denn wirkt auch für mich, das ist eine Entscheidung, mit der ich lange gerungen habe, weil es wirkt so ein bisschen undankbar, aber die Sache ist halt, ich kann nicht 2,5 Stunden Material aufnehmen, wie ich mir Briefe angucke, vorlese und dann zusammenstelle und dann runterschneiden auf irgendwie eine 3/4 Stunde, wo ihr dann vorsitzt und ich denke, ja, danke auch. Also ich freue mich bei jedem einzelnen Brief, den ich bekomme. Ich lese die auch alle. Allerdings alle vorstellen werde ich nicht, nur die wichtigsten und interessantesten. Außerdem eine kleine Neuigkeit, ich hatte Geburtstag, ich bin jetzt 18, das heißt, ich bin erwachsen. Gab schon bessere Geschenke, als erwachsen zu werden. Nun, wie dem auch sei, ich habe da einige Sachen bekommen. Wollte ich nur mal schnell vorneweg zeigen, weil ich auch richtig stolz und erfreut darüber bin. Hier so eine Holterforst-Axt. Ich hatte so eine alte Aldi-Axt, die ist fast sofort kaputt gegangen, als ich sie am Weihnachtsbaum ausprobiert hatte. Das Ding hier soll auch wirklich halten, kann man über Generationen weitergeben, steht in den Reviews, wer weiß. Werde ich vielleicht nochmal austesten, aber noch nicht, denn erstens habe ich keinen Weihnachtsbaum und zweitens sieht die noch verdammt gut aus, das will ich nicht kaputt machen. Aber das Ding hier, es macht richtig Spaß. So. Also allein schon anzusehen. Und das hier ist noch ein Holzspaten, also Holzgriff. Weil ich hatte ja noch so ein Multifunktionsschaufel-Ding von My Friendly Sweet. Das will ich dann ausprobieren, zusammen mit der hier, die ja 10 Euro gekostet hat. Also um einiges günstiger, aber wow, massiv. Über sowas freue ich mich auch. Die Dinger sind voll geil. Und nochmal hier eine solche Flasche, die man hier irgendwie einpacken und auspacken kann. Mit hier so einer Flasche und natürlich noch ein bisschen Zubehör. Also ein Becher. Und das Ding hier, keine Ahnung, ist auf jeden Fall recht lustig, meine kleine Spielerei. Außerdem hatte ich hier noch zwei Bücher, nämlich einmal das große Buch der Überlebenstechniken, wurde mir ein paar Mal empfohlen, finde ich voll geil, also bisher habe ich mir das mal durchgeguckt, richtig geiles Buch, schön bebildert, also ein guter altbackener Schinken, den muss ich mir nochmal komplett durchlesen, ist ja auch interessant, aber noch viel interessanter fand ich hier das Handbuch für den Neustart der Welt. Habe ich so impulsiv mal reingetan, habe ich mir dann auch geholt und das Buch ist saugeil. Wirklich. Das eine bringt dir bei, wie du selbst ein Haus baust, das bringt dir bei, wie du eine Zivilisation aufbaust. Aus Häusern. Jetzt aber genug davon, jetzt geht's erstmal an die Briefe. Und hier ist es ja normalerweise so, dass ich die Briefe bereits auspacke und dann schon die Autogrammkarte zurückschicke, weil Leute, die eine Autogrammkarte haben wollen und einen frankierten Rückumschlag mitgeben, die kriegen das auch zurück. Manche Briefe allerdings sind so schön verpackt, das muss man hier die Adresse zuhalten, da kann ich die erstmal nur im Video zeigen und noch nicht selbst aufmachen. Das hier ist ein Wachssiegel. Wie geil ist das denn bitte? Und der Brief kommt von Jonas. Und wie machen wir diesen Brief auf? Richtig, mit einem Messer. Und das hier habe ich auch geschenkt bekommen. Das ist jetzt so das Letzte, was ich darüber rede. Ich bin einfach nur sehr stolz auf dieses Messer und besonders auf Raki, der das erspäht hat. Also vielen herzlichen Dank an Raki. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Danke Raki. Wer weiß, viele freuen sich ja nochmal drüber. Und das Ding ist wirklich wunderschön. Somit das schönste Messer, das ich jemals in der Hand gehalten habe. Und auch sehr elegant. Und das ist doch gerade gut genug für diesen Brief. Ich allerdings nicht. Komm schon. Jonas, mit deinen 9 Jahren, ich danke dir recht herzlich für diesen richtig geilen Brief, richtig mit Wachssiegel. Dazu nochmal Pfeil, 2 Teebeutel und vor allem kriegst du dafür noch eine Autogrammkarte zurück. Die schicke ich dir dann über einen frankierten Rückumschlag. Nächster. Wisst ihr so, das meine ich, ein bisschen ranhalten. So, Erik, moin gleich zurück. Und der hat dir gerade geschrieben, er hat 4 Blaster und vor allem möchte er sich noch einen Sniper-Blaster holen, nämlich Tri-Strike oder Longshot. Welchen soll er sich lieber nehmen? Und gleich darunter steht in dem Brief, meine Lieblingsnerf ist die Tri-Strike. Nun, dann empfehle ich dir definitiv die Tri-Strike. Nicht nur, weil man damit mehr machen kann, weil man mehr umbauen kann und weil die sogar weiter schießt, sondern die Longshot finde ich persönlich gar nicht mal so geil. Außerdem ist die Tri-Strike dein Lieblingsblaster. Und was ich daran auch noch schön finde, ist so von wegen, kannst du noch 2 Autogrammkarten schicken für mich und einen Freund. Ich frage für einen Freund. Und der Erik kommt aus Horst. Das hier ist ein Bild davon, also coole Location. Da kann man richtig gut mit Nerf spielen. Aha. Mein rechtes Bein ist eingeschlafen. Ich freue mich ja schon, wenn wir das Format hier im Winter machen. Das wird auch lustig. Da muss ich mir da so eine Heizeinheit hinstellen, damit ich nicht erfriere. Na gut, dann haben wir hier ein Bild mitgeliefert. Das ist nämlich von Marco. Der hat das nämlich sein ganzes Arsenal einmal abgelichtet. Also hier schön zu sehen, echt nicht schlecht. Also ich habe alle von denen, die da abgebildet sind. Und meine Lieblinge werden hier echt
Long Strike und vor allem die Barrel Break ist total genial. Die habe ich auch gerade erstmal rausgeholt, weil das ist ein alter Blast, der hat irgendwie noch Stil. Der schießt nicht weit, aber der gefällt mir. So, erster Lieblingsblaster, auch die Long Strike. Ja, wir verstehen uns gut. Erster Nerf Blaster war die Retaliator, meiner war die Recon, also passt auch noch irgendwie. Und meine Lieblingsnerf ist die Disruptor. Immer. In jedem Fall. Eine Autogrammkarte kriegst du zurück und viele Grüße noch von mir. Und hier haben wir noch einen Brief, ich war ein bisschen überrascht, von Magnus. Den Namen kannte ich nämlich noch, weil es ein verdammt cooler Name ist. Und er hat auch schon geschrieben, hey, ich habe dir schon mal einen Brief geschickt. Trotzdem. Er ist jetzt nämlich 10 Jahre alt und er muss natürlich nochmal schreiben. Und außerdem hat er sich eine Searchfire geholt. Was soll als nächstes kommen? Nun, Searchfire ist ganz gut, aber hast du schon mal von der Disruptor gehört? Ich habe gehört, die ist verdammt gut. Nee, aber eine Delta Trooper würde ich dir empfehlen. Also falls du noch keine Retaliator hast, eine Delta Trooper wäre geil. Und Magnus spricht man anders aus. Na danke. Hättest du mir das mal früher geschrieben. Okay, wie spricht man das aus? Kannst du mal noch einen Brief schreiben, ne? Magnus. Du heißt Magnus. Sei gegrüßt, Magnus. Besonders, nachdem du hier nochmal Tee reingepackt hast, nämlich hier tatsächlich losen Tee. Und den kann ich definitiv mal gebrauchen. Und hier ist auch noch der Felix und der hat einen YouTube-Namen, nämlich Der Schirm. Wisst ihr nämlich, was er ist? Der Schirmherr des guten Contents. 12 Jahre alt und wollte mir dafür danken, dass ich auf dem Teppich bleibe. Nun ist allerdings das Lustige, als hätte ich das vorbereitet, ich sitze auf einer Plane. Also mag ich zwar nicht immer auf dem Teppich bleiben, aber dafür habe ich immer einen Plan. Also vielen Dank dafür und jetzt noch deine drei Fragen, nämlich welche Mega-Nerf findest du am besten? Bei dir ist es die Cyclone Shock, da muss ich zustimmen, richtig geiler Blaster und somit mein absoluter Liebling. Allein schon, weil mein Vater das gemoddet hat und der Blaster macht Spaß. Dann, welchen motorisierten Elite-Blaster würdest du einem Einsteiger empfehlen? Nun, die Strife wäre gut, allerdings auch die Stockade. Die Stockade wäre echt genial dafür, also da brauchst du nicht groß was umbauen, da hast du alles Wichtige mit drin, du brauchst einfach nur Pfeile reintun. Das wäre tatsächlich ein guter Anfängerblaster. Und welche Pfeile sind besser? Arco-Strike oder Elite-Darts? Ich sage immer Arco-Strike, weil du kannst ein bisschen weniger weit schießen, aber dafür triffst du halt auch was und das ist genial. Noch ein Witz am Schluss. Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Antwort: zum Holz-Nasen-Ohren-Arzt. Haha. Lieber Max, ich mag dich und deine Videos sehr. Sie sind immer witzig und interessant. Alles ist immer perfekt. Deshalb würde ich mir gerne ein Fail-Video von dir wünschen. Hast du meine Videos mal gesehen? Das sind nur Fail-Videos. Aber vielen Dank. Könnte ich gerne mal machen, aber man braucht sich eigentlich dafür nur mein erstes Video angucken. Das war ein Fail-Video. Mehr ist mir auf die Stelle nicht eingefallen, aber ein Paket folgt noch. Da bin ich gespannt. Außerdem eine Frage, bist du bei jedem Battle der UNC mit dabei? Nee, bin ich nicht. Das ist so das Problem. Eigentlich würde ich viel öfter gern da sein, allerdings geht das nicht so besonders, weil die sehr weit weg wohnen. Jetzt in den Ferien will ich es allerdings öfter mal versuchen, besonders weil ich jetzt ein Auto habe. Ich habe darauf gespart, habe mir das geholt, bin jetzt 18, ich kann jetzt selbst rüberfahren. Mit so einem kleinen City-Flitzer. So ein Mitsubishi Space Star ist, glaube ich, nicht für die Autobahn geeignet, aber man kann halt die 5 Stunden mal hinfahren. Warum auch nicht? Vielleicht kann man sich da ja mal treffen. Allerdings bis dahin, schöne Grüße erstmal David. Oder David. Eins von beiden. David, wie geht es Goliath? So, jetzt allerdings noch mal eine kleine Überraschung, die es gab, nämlich von der UNC. Wo wir schon bei dem Thema sind, die haben mir auch was gesteckt zum Geburtstag. Hier haben wir nämlich zur Hälfte auseinandergeschnittene Pfeile in 18er-Formation. Hier unten nochmal mit dem UNC-Logo drauf. Also herzlichen Dank dafür, eine richtig geile Karte. Die bewahre ich auf jeden Fall auf. Also wenn das kein interessanter Brief ist, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir hier nochmal den Spruch. Endlich 18, die große Freiheit beginnt. Du hast den Sprung ins Erwachsenenleben geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar von der ganzen versammelten Mannschaft. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Das ist eine richtig geile Karte. Und fast noch viel geiler war, was sich da drin befunden hat. Nämlich hier nochmal ein Gutschein für ein Ü18-Battle deiner Wahl. Nur man muss dazu sagen, ich bin längst nicht bei jedem Termin von der UNC dabei. Um Davids Frage zu beantworten, das liegt daran, dass ich keine Gutscheine bekommen habe. Jetzt aber muss ich definitiv mal zum Ü18-Battle dabei sein. Das ist ja eine richtig geile Sache, da spielt man damit Rival Blastern. Muss ich mich vorbereiten. Herzliche Grüße an alle von euch, das bedeutet mir echt eine Menge. Und was ist dies für ein Umschlag? Wir finden es heraus. Da ist nämlich was drin. Der Brief kommt nämlich von Tom und der möchte so einen kleinen Tausch machen, nämlich kriegt er ein paar Pfeile zurück, dafür, dass er mir eben das hier schickt. Nämlich hier. Richtig schön gemalt, das Bild von Nerf, dem Logo, auf blau-orange. Und hier richtig, das ist ein bisschen 3D praktisch, weil er so viel Farbe benutzt, dass es richtig ordentlich aussieht. Also das ist was richtig Geiles, das werde ich mir auch auf jeden Fall aufheben. Und ja, du kriegst bestimmt 2 Modus-Pfeile zurück. Also da habe ich echt keine Skrupel, das ist ein richtig geiles Bild, da kriegst du nicht nur Autogrammkarten. In jedem Fall danke und schöne Grüße an dich. Hier haben wir auch nochmal ein Bild, nämlich von Damian aus der Schweiz übrigens. Ja, auch ein schönes Ding. Also das kann man bestimmt mal als Logo für sogar einen Kanal benutzen. Wäre das jetzt hier irgendwie nehmen will, bitte einmal die Kamera halten, da könnt ihr euch das aufschneiden und benutzen, weil es echt ein geiles Logo. Und das Schöne daran ist nochmal, frankierte Rückumschlag, nicht nur das, kommt aus der Schweiz, deswegen habe ich extra viele Briefmarken hier oben mitbekommen. Also, da kriegst du bestimmt, oh, was denn hier drin? Eine Autogrammkarte, die kriegst du nämlich zurück.
Schöne Grüße in die Schweiz. Welche Nerf soll ich mir zu Weihnachten wünschen? Das fragt der Florian. Und da ist die Desolator oder die Mediator. Ich würde fast schon sagen die Desolator, weil Mediator, die macht wirklich Spaß, wenn du viel zum Umbauen hast. Und wenn du die Mediator XL draus machst, kostet halt auch eine Menge. Die Desolator aus der Doomlands-Reihe, die ist da schon besser. Mit der kannst du viel mehr anfangen, so wie sie aus der Box kommt. Und die würde ich empfehlen. Und ein bisschen Tee ist noch mit dabei, wie zum Beispiel grüner Tee und englischer Frühstückstee. Das Lustige ist, ich war ja bereits in London und da habe ich mir auch gleich einen Tee gemacht im Hotel. Und dazu gab es Teegebäck. Und ich habe irgendwann mal gehört, dass man die dann in den Tee eintunkt. Das habe ich gemacht und auf Instagram gestellt. Meine Mutter hat sofort reagiert, er ditcht das ein, widerlich. Ja, das ist Kultur, das muss so. Was ich allerdings in London gemacht habe, das darf ich euch noch nicht sagen, das ist noch unter Verschluss. Das Video gibt es irgendwann im Herbst, so Oktober ungefähr. Das hier kommt jetzt von Ewan, 13 Jahre alt, und der hat dazu nochmal geschrieben, korrekt wird Ewan ausgesprochen, Yuan. Yuan, das ist ein... So steht das da. Okay, dann haben wir hier also von Ewan McGregor hier dieses schöne Bild. Magic Beaver, ordentlich sogar nochmal auf rotem Karton. Und Qualität seit dem 8.11.2012. Das ist sehr praktisch, dass du mir das mal hingeschrieben hast. Also nicht nur danke, sondern ich vergesse immer, wann ich meinen Kanal gegründet habe. Das ist ein Problem. Leute fragen danach. Jetzt kann ich mir das endlich mal mit diesem Bild merken. Vielen Dank dafür und schöne Grüße an dich. Ewan. Und hier haben wir sogar noch ein kleines Paket von Noyus und einmal aufmachen. Da ist dann hier gleich doppelt mit dabei. Einmal ein Brief, den ich noch aufmachen muss und frankierter Rückumschlag. Hallo Magic Beaver, ich heiße Noyus und komme aus Bonn. Ich bin 10 Jahre alt. Kannst du mich grüßen? Ja, auf jeden Fall. Sei gegrüßt. Und welchen Zombie Strike Blaster empfiehlst du mir? Ich habe schon die Sledgefire. Oh, sehr gut. Dann würde ich fast schon die Side Strike empfehlen. Oder die jetzt neu rauskommende Scavenger ist auch sehr gut. Schwierig. Die Hammershot. Die ist geil. Die empfehle ich. Oh, dann haben wir hier noch einiges an Tee und sogar noch richtig geil. Ich dachte zuerst, oh geil, Luftpolsterfolie. Da kann ich wieder im ganzen Video so da sitzen. Habe ich daran wieder Spaß? Nee, da ist noch was drin. Da haben wir nämlich einen kleinen Edelstein. Das scheint Bergkristall zu sein. Und das ist eben richtig geil. So ein kleines Stückchen. Das ist so, Mineralien hatte ich früher so eine Phase, wo ich richtig hinterher war von wegen, oh, das ist Tigerauge und sowas. Oh, geil. Ich bin aus meiner Mineralien-Freak-Phase raus, aber ich finde sowas immer noch extrem interessant und auch sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank dafür. Du kriegst auf jeden Fall eine Autogrammkarte zurück mit meiner besten Unterschrift. So statt dem I-Punkt mache ich dann so ein Herzchen rein. So, wir haben noch ein paar Briefe, aber auch noch hier so ein fettes Paket. Und das habe ich auch noch nicht ausgemacht. Oh, meine Beine. Mal ein bisschen schrecken. Wieder anstrengend. So, und dieses Paket habe ich noch nicht aufgemacht, weil sie so schön eingepackt war. Habe ich mir das noch aufgehoben und dann können wir das jetzt einmal schnell öffnen, so vor der Kamera. Dieser Brief kommt von Maximilian aus Österreich. Herzliche Grüße an dich. Und bei Fragen zum Beispiel Autogrammkarte, bekomme ich eine? Ja. Wann machst du wieder eine Verlosung? Muss ich gucken, wenn sowas am Blas oder ähnlichem übrig bleibt, dann mache ich bestimmt mal eine. Jetzt im Moment ist noch nichts geplant. Und was ist deine Lieblingsnerf? Disruptor. Und da drin haben wir dann nicht nur einiges an Tee, sondern sogar noch ein Magazin. Oh, geil. Nämlich hier ein Ich-beiß-mich-durch-Magazin, Magic Beaver, nochmal draufgezeichnet, eine 6, damit ich weiß, wie viel reinpasst. Und dann sind da sogar 6 Pfeile drin, nämlich einmal rot, einmal blau. Und das sind diese Star Wars Blaster-Pfeile. Also richtig geil. Vielen Dank dafür. Und du kriegst nicht nur einen Brief zurück in die Österreich, sogar noch herzliche Grüße von mir. Whatever happened to Saturday night? When you stopped shop and you felt alright? I told them the same since cosmic light came into my life. I thought I was divine. Und dann haben wir hier einen Brief von Lukas. Und er hat uns geschrieben, könntest du mein Arsenal bewerten? Ich habe Strong Arm Stampede, Recon Mark II, Hammershot, Longstrike und eine Alpha Trooper und bald hoffentlich sogar noch eine Desolator. Also, echt nicht schlecht. Eine Autogrammkarte kriegst du auf jeden Fall. Übrigens ist sogar noch was mit drin, nämlich ein Pfeil. Das ist so ein Elite-Pfeil, der im Dunkeln dann leuchtet. Besonders für Blaster wie die Raven. Und dann haben wir hier sogar noch mal ein Origami-Frosch auf grünem Tee. We used to go forever, she could go and listen to the music on my radio. A saxophone was blowing on a rock and roll show. We climbed in the back seat, really had a good time. Ich kann nicht singen. Aber ich habe auf jeden Fall richtig viel Spaß. Nicht nur beim Singen, sondern eben beim Auspacken. Hier haben wir noch ein letztes Paket, das ich noch schnell zeigen wollte. Na, vorletztes Paket. Noch nicht wegscheiden. Vorletztes. Da kommt nämlich noch was. Und da haben wir, manchmal von wem ist das nochmal? Muss ich nachgucken. Ich habe den Namen schon vergessen. Ich habe schnell durchgelesen. Aha. Der war das nochmal genau. Das ist der Michel. Und der hat dazu geschickt, nämlich hier so ein cooles Smiley-Gesicht. Und sogar zwei davon. Also einmal
was ich wirklich bin, einmal wie ich mich öffentlich gern präsentieren würde, die kann man sogar noch anhängen. Und dazu haben wir einen frankierten Rückumschlag, du bekommst auf jeden Fall eine Autogrammkarte zurück, vielleicht sogar zwei, mal sehen. Und hier drin, ich bin Michael und bin ein großer Fan von dir und deinen Videos, ich habe selber schon 12 Nerfs, oh, nicht schlecht. Und dazu hast du sogar noch was da geschickt, nämlich, ja, wie gesagt, eine Menge Tee ist da wieder mit bei, also richtig eine gewaltige Menge. Vielen Dank dafür. Dann haben wir hier noch einmal, oh, Süßigkeiten, M&Ms, kann man immer gebrauchen, für wenn man mal wieder Zucker im Blut braucht. Und hier, das sind bestimmt noch mal einige Sachen zum Runterschießen, also auf das Gesicht will man natürlich zuerst schießen, mit den großen Ohren. Und hier unten, na, wo hast du denn das her? Ich glaube, du bist doch nicht alt genug für uns zum Bier trinken. Aber gut, hat man das hier so? Ich meine, ich habe ja früher Kartenpyramiden gebaut. Gut, das kann man auch mitmachen. Mir gefällt allein schon, dass du irgendwo so hart dagegen geschossen hast, dass dir die Hälfte fehlt. Ah, ein eigener Briefumschlag, wo dann hier mit da drin ist, mit Zeichnung Max. Also wenn ich das nächste Mal irgendwo so ein Namensschild hier brauche, dann klebe ich mir das hier so ran. Wie gesagt, Autogrammkarte kriegst du auf jeden Fall zurück, zusammen mit sehr herzlichen Grüßen an dich. Vielen Dank dafür. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Paket. Das wurde jetzt allerdings nicht von Fans geschickt, sondern von Wubin. Und die Firma gibt es anscheinend schon seit 1981. Schon mal nicht schlecht. Und mal gucken, ob ich das hier mit aufkriege. Nee. Oh, sieh mal einer an. Es hat tatsächlich aufgeschnitten. Ist überbewertet. Das geht. Dann können wir es mal auspacken. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Mal sehen, was da drin ist. Die haben gesagt, oh, wir schicken dir mal was. Das kannst du dann vorstellen. Und das ist auch so. Was werde ich mal in den nächsten Videos vielleicht machen? So, schon mal eine Menge Füllmaterial. Meine Fresse. Haben es echt gut weggepackt. Das ist jetzt die ganze Knisterfolie. Damit kann man auch seinen Spaß haben. Und dann haben wir hier eine Lampe drin. Nämlich eine A21 Apollo mit 4200 Lumen. Meine Fresse. Also das ist ein richtig fettes Ding. Muss mich noch ein bisschen zu informieren, muss ich dann noch vorstellen. Aber das scheint ein echt feines Teil zu sein. Guck dich allein mal die Verpackung an. Also dazu wird es dann noch ein Video geben. Nicht heute, nicht morgen. Vielleicht, wenn das Video draußen ist, wird das noch Ewigkeiten dauern, bis ich das hier fertig geschnitten habe. Aber ich verspreche euch, das Video kommt noch. Ich freue mich selbst schon drauf. Und vor allem freue ich mich das nächste Mal, wenn ihr wieder einschalten könnt. Zum Beispiel am Sonntag, 9 Uhr. Dann gibt es das nächste Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da auch bald mal was vorstellen kann, weil ich habe euch jetzt einmal hingehalten mit einem Top 5 Video, weil ich noch nicht wusste, weil da war eben noch kein Blaster da. Ich hoffe inzwischen auf eine Thunderhawk und auf eine Evader. Die habe ich beide bestellt. Mal sehen, was zuerst ankommt. Bis dann allerdings, macht's wie ich und beiß euch durch, euer Magic Bieber. Ciao. Whatever happened to a Saturday night? When it's so sharp and you felt alright? It don't seem the same since cosmic light came into my life. I thought I was divine. Okay, ich auf. Aber ihr könnt euch mal unbedingt das Original hören. Das habe ich euch nämlich verlinkt. Das ist aus der Rocky Horror Picture Show und das Ende ist einfach genial. Tschüss.